ist ja die Storchenversammlung. Oi. Vorgestern wurden dort 70 Störche gezählt. So, guten Morgen. Es ist 7.13 Uhr. Vor einer halben Stunde. Katja wollte unbedingt einsteigen, als ich einen GoPro-Akku gewechselt habe. Hätte aber schon bald zum Fenster rein wollen. Das wollte ich noch zeigen, wie spiegelglatt und die Oberfläche ist vom Kanal und wie windstill es ist. Weil der Wind, der kommt ja immer dann, ja, so am Vormittag, späten Vormittag, Mittag, da kommt er dann daher. Jetzt fahre ich erstmal nach, ach Gott, wie hieß, also das hier ist, geht jetzt als Burgenstraße durch, am Kanal entlang, nach Rednitzenbach. Da soll es nämlich ein Rewe geben. Heute ist Freitag, unser 13. Tag. Da werde ich dann für ein Patschis Futter kaufen. Semmeln fürs Frühstück. Und sonst fehlt uns eigentlich gar nichts. Ich habe noch Zucchini und Gurke. Tofu ist noch da, Tabouleh. Außer mir fällt noch was ein. Jetzt war ich beim Rewe einkaufen, mal Patschi seine Vorräte aufgestockt, dass wir bis Montag früh kommen. Und jetzt werden wir hier frühstücken. Ich habe Semmeln noch mitgenommen. Jetzt gibt es ein feines Frühstück. Bleiben wir doch gleich hier. Die Sonne tut noch so gut. Ich habe ganz kalte Hände gehabt, wieder mal. Und das, weiß ich, es ist heute unser 13. Tag. Irgendwie auch der August so rum. Frühstück gibt's am Damm, Main-Donau-Kanal, bei der Schleuse, ich glaube, Leerstetten heißt's. Was folgt, ist eh klar, nachdem ich mich gerade zum Frühstücken hinsetze. Es folgte ein sehr nettes, längeres Gespräch. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie haben es ja praktisch. Ja. Sehr cool. Wir sind glücklich, mein Hund und ich, damit. Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Man bleibt einfach stehen, ne? Man ist einfach zu Hause am Weg. Ja. Also, habt ihr eine wunderschöne Zeit. Ja, ich auch. Ja, tschüss. Enten flüchten. Auch doch, der hatte Fahne. Was ist denn das Blau-Weiß? Hanmax. Wow, von wo die überall kommen. Ich kenne mich leider mit Fahnen nicht aus, aber das lässt sich. Also die sind richtig schnell unterwegs. Der Container drauf, aber sicher auch lang nicht so viele, als sie laden könnten. Das wäre es interessant an der Schleuse.
Respekt, so ein Teil zu lenken und dann noch in die Schleuse reinzukriegen. Vielleicht sehen wir ein bisschen was, das mit dem Schiff dann zugeht und dann der Wasserspiegel abgesenkt wird und hinten dann weiterfahren kann. Das sehen wir natürlich nicht. Da rutscht mir jetzt die Kamera aus, aber ihr seht jetzt die dicke Deichselaufnahme und da habe ich mir gedacht, das lasse ich. Ja, jetzt ist er schon langsamer. Jetzt muss er genau da reintreffen. Da wird jetzt die Kammer wahrscheinlich geflutet. Dann kann das Schiff reinfahren. Und dann wird es abgesenkt mit Samten. Ja, das Wasser dann abgesenkt. Und dann kann es unten weiterfahren. Apropos weiterfahren, wir werden jetzt dann auch weiterfahren. Vorher der Patschi noch mal ausgiebigs Bad nehmen. Ich weiß, dass der jetzt ins Wassi will. Da ist die Schleuse zu. Und das Schiff, man sieht die Autos, die es geladen hatte. Haben wir jetzt verpasst. Aber man sieht, wie ganz langsam geht's nach unten. Bis es auf der gleichen Höhe ist, gleich ist es weg. Wahnsinn, das sind schon gigantische Bauwerke. Ich weiß, dass das Hund mag ins Wasser gehen. Das Hund mag ins Wasser gehen. Na klar. Aber schwimmen nix, oder wie? Fertig. Ja, das ist praktisch, weil ich habe jetzt kein Wasser aufgefüllt heute. Und der Patschi dann da jederzeit was zum Trinken hat. Da kann er nochmal reingehen. Ja. Schwimmen. Da sieht man ja, wie das funktioniert mit den Schleusen. Da müsst ihr jetzt stoppen, wenn ihr das genau anschauen wollt. Das
Frankfurt, Nürnberg, Kelheim, Hilpoltstein. Ah, Leerstetten. Da sind wir gerade durch. Dann kommt Eckersmühlen, kommt noch. Ah, das heißt, es kann sein, nee, so weit fahren wir gar nicht runter. Heidekraut, so schön. Geht der Weg entlang, also es ist ein guter Schotter da zum Fahren und jetzt auf der Seite immer wieder Schatten in der Sonne, ist jetzt schon zu heiß um 11 Uhr. Ein Kormoran, da habe ich schon ein paar gesehen. Gut, kann man jetzt sicher nicht so gut erkennen. Nilgansfamilie. Kennt man an dem dunklen Fleck ums Auge. Nicht wahr, Gengpatschi? Wir fahren Richtung Südost. Der Wind kommt von Osten. Also er kommt jetzt schon um 10:45, ist schon eine Weile spürbar. Man sieht ja auch, dass das Wasser nicht mehr eben ist und die Büsche sich bewegen. Links aus dem Hang kommen immer wieder so kleine Quellen. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar Trinkwasser ist. Oh, da ist sogar eine große, gefasste. Schön. Ganz klares Wasser. Jetzt habe ich gerade noch das kleine Schild geschaut. Brotzeiterinnerungsquelle von einem Knut 2004. Gustav Knut, weiß jetzt nicht. Steht da jedenfalls nicht da, kein Trinkwasser. Da vorne ist die nächste Staustufe. Also wo ich schon lang rum tue, Jahre, wo ich noch gewandert bin, ist so ein Wasserfilter für draußen. Aus dem Kanal würde ich es jetzt nicht unbedingt nehmen, aber solche Quellen. Und um sicher zu gehen, wo ich jetzt heute übernachtet habe, da gab es auch Quellwasser, aber der sagt halt auch, das wird nicht kontrolliert, also er hat keine Ahnung, ob es Trinkwasserqualität hat. Aber mit so einem Filter, der Viren, Bakterien und sowas rausfiltert, könnte man da überall Wasser holen. Also da muss ich doch noch mal recherchieren. Und die Schleuse etwas näher, diesmal von der anderen Seite. Es ist schon gigantisch. Bei der Schleuse geht der Weg jetzt vom Kanal weg zum Rotsee. Und damit sind wir auch vom Kanal weg, weil vom Rotsee geht unsere Route dann Richtung Altmühltal. Immer näher der Heimat zu. Links unten ist das Kraftwerk Rotsee. Und da geht es richtig auf den Damm hoch. Kann mich gar nicht erinnern. Uiui. Da braucht man Turbo. Schaffe ich's nicht. Oh. Oh. Ja, geschafft. Hallo. Oh.
ist der Wind aber jetzt gescheit her über den See. Ui. Wenn ich mich recht erinnere, dann gab es da einen Hundebadestrand. Und da ist jetzt Freitag. Vormittag sicher noch nicht so viel los, aber ich schätze ab 2, 3 tanzt der Bär hier. Ja, es sind halt auch Ferien. Da ist egal, ob Mittwoch oder Freitag. Sogar die Heidelbeeren sind vertrocknet. Ganz kleine, schrumpelige, saure Dinger hängen dran. Oh, was waren die letztes Jahr um die Zeit? Saftig und lecker. Wahnsinn, wie trocken der Rotsee ist. Oder wie schnell das austrocknet, der Dunkelrand. Ist noch feucht. Und da, wo letztes Jahr unter der Brücke das Wasser durchging, ist nichts. Da drüben eine kleine Pfütze, aber auf der Seite trocken. Ja, da hinten war ich doch und habe Wäsche gewaschen. Jetzt fahren wir erstmal zu dem einen Kiosk, da gibt es eine Toilette. Und dann um den See rum und irgendwo da eine Badestelle. Irgendwie erinnere ich mich an einen kleinen Kiosk, aber der hätte schon längst kommen müssen. Jetzt bin ich gerade an einem Restaurant vorbei. Aber es sind draußen keine Toiletten. Das ist jetzt nicht so brisant. Da fahren wir jetzt noch um den Rotsee rum. Und dann, ich habe nochmal nachgeschaut, ich kann ja den Main-Donau-Kanal bis zur Altmühl fahren. Das geht ja so richtig schön dahin. Und da auf der anderen Seite, glaube ich, ist Naturschutzgebiet. Also wie weit das Ufer unten ist und der Sand geht. Normal geht's Wasser bis zur Grasnarbe. Dann komme ich ja bei der LBV-Station nochmal vorbei. Ich vorher vorbeigefahren bin, Landesbund für Vogelschutz. Schlick, da komme ich ja nicht mal durch zum Wäschewaschen. Da überlege ich jetzt direkt, weil wir ja sowieso einen Kanal weiterfahren, ob ich nicht da das alles mache. Duschen, Wäsche waschen, Haare waschen. Ein Duft nach diesen Kiefern. Und bei vielen die Borke kaputt. Schade, dass es noch kein Duftfilmen gibt. Da oben ist die LBV-Station. Da gehen wir mal schnell rauf. Vermute ich doch schwer, dass es das ist. Der Rotsee. Da ist Naturschutzgebiet, wo wir gerade rumkommen sind. Hauptsperre. Zahlen zum See. Oh, interessant. Aha, 85 bis 93 Bauzeit. Das sind ja jede Menge Graugänse. Und alles trocken. Wow, jetzt stürmt es aber gescheit. Patschi-Sturmfrisur.
Wow, der kommt von Nordost, der Wind. Also mit den Windböen und gar nicht einmal so warm, 27 Grad habe ich was gelesen, aber das hat es jetzt gewiss nicht. Vielleicht ganz gut, es ist nicht so viel los. Versuche ich es doch mal in der Wirtschaft da vorne. Diesen kleinen Kiosk habe ich nicht gesehen heute. Macht aber vielleicht aus, weil ich den Radweg gefahren bin und nicht im Fußweg. Aber es war auch kein Hinweis. So, jetzt soll Katja mal in die Fluten. Meine Füße hätten es auch nötig. Die baden wir auch kurz. So. Hoi. Schuhe, Füße. Toll. Ha? Nichts wimmeln, nicht so wildes Wazzi heute. Ha? Ganz ein wildes Wazzi. Und jetzt bleibt der Staub dann noch mehr hängen. Na, komm mit, Wazzi. Und Spieli. Ja, das ist toll. Das ist mega toll. Ich habe kurz überlegt, ob er lieber den nimmt. Den kleinen. Wir sitzen da. Ich habe mir Pommes geholt und ein Spezi und ein Schattenplatz da am Rotsee. Bei der Gaststätte, da gibt es auch eine Selbstbedienung. Da am Rotsee sind öffentliche Toiletten. Und was auch ganz super ist, zur Badesaison eigentlich natürlich nur richtig klasse Wasserversorgung. Der Hahn hoch genug, damit man auch mit einem längeren Wasserschlauch drunter kommt. Nein, ich bin nicht im Kanal geschwommen. Ich habe mich reingesetzt und Katzenwäsche gemacht. Ja. Und jetzt der Topsegel Schlotzdick. Da wickel ich das freie Ende um das feste Ende rum. Ich brauche da noch gar nicht großartig. Es ist immer schwierig, das dann vorzumachen, dass ihr das so seht, dass man das nachmachen kann. Das müsste man wahrscheinlich extra. Und jetzt kann ich den spannen. So, ich kann den spannen, ohne dass er sich wieder zuzieht. Jetzt kann ich da die Wäsche drauf tun. Ich werde ein extra Video machen von meinen Lieblingsknoten. Jetzt mal der Bikini. Das andere muss noch gewaschen werden. Da müsst ihr einfach gucken. Topsegel Flottstick. Wo ist denn jetzt die andere Klammer? Im Internet, wo so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dann ist. Gut, hält jetzt richtig bombig. Schläft. Ich werde mal noch Haare waschen. Ist nicht nur für das Hundetier gut, die Hundeleine. Das ganze System muss immer erstmal gut geflutet werden, bevor es geht. Jetzt hat es geklappt. Jetzt kommen wieder Bläschen. Gut.
Spritzer kommt. Wie neu geboren ist man, wenn man wieder gewaschen. Fibertech Travel Soap, das kann man für Haare, für Geschirr, für Wäsche, für alles nehmen. Ist gut abbaubar. Natürlich nicht ins Wasser schütten. Aber wenn ich denke, wenn manche mit Sonnencreme und allem ins Wasser gehen, das ist ja, so schaut's aus. Wenn die ganze Sonnencreme abgewaschen wird im Wasser, das ist ja noch viel schlimmer. Oder sagen wir mal, das ist schlimm. Ah, fertig. Fertig. Wenn da ein Auto vorbeifährt, das staubt. Ah, wieder alles sauber. Rundum. Wieder alles sauber. Wie schön besucht uns ein Kahn. Specht schimpft drüben. Ach, hier schimpft er, hinter mir. Die Bamberg aus Deutschland. Kommt's oder kommt's nicht? Schaut eher aus, als würde es kommen. Das ist noch die Sonnenseite, das Wetter kommt von der anderen. Und ich bin gerade noch mit dem Kochen fertig geworden. Es gibt Taboulet mit gebratenen Tofu und Zucchini, die ich gerade geschenkt gekriegt habe. Und noch von dem Weißkrautsalat, den ich gestern gekauft habe. Der ist auch noch mit drin.